Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Battlefield 1 mit mir, Big Mana. Und wir sind hier stehen geblieben. Wir haben beim letzten Mal einflussreiche Freunde fertig durchgespielt. Sehr schöne Mission, sehr schönes Ende. Und wir steigen jetzt zu Kriegsgeschichte 3 über Avanti Savoia. Melde dich freiwillig bei den italienischen Aratini, Aranachada, bla bla bla. Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand. Ja, wir starten die Mission und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Dolomiten, Norditalien, Herbst 1918. Die Front zwischen Italien, Österreich, Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite in den Feind zu brechen. Während sich die regulären Truppen eingraben und ihre Stellung befestigen, plant Gebirgsjägerregiment einen unorthodoxen Angriff. Diese Einheit ist auf riskante Einsätze spezialisiert. Man nennt sie die Aradidi. Junge Assassine. Das wird dein Leid sein. Übersetzung, entweder siehen wir oder wir werden alle sterben. Ist halt so. Gute Erklärung. Entweder siehen wir oder wir werden alle sterben. Papa? Bist du da oben? Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht, kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. What? Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Ich spiele doch jetzt nicht diesen dicken Typen da, oder? Alter! Das ist richtig episch, wie das gemacht. Oh, ich krieg eine Gänsehaut schon wieder, ey. Hammer krass, ey. 200 Schuss, 800 mal nach. 800 mal nachladen, sag ich schon. 80 Schuss, 800 Schuss darf ich nachladen. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich hab schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Okay. Am Ende des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich zuerst ausschalten. Krass, ey. So eine richtige Erzählung. So ein Mann hat seine Tochter und erklärt ihm die ganzen Sachen. Hammer fett, auf jeden Fall. So, wir kämpfen uns jetzt auf jeden Fall hier durch. Da ist er. Meine Güte, hier. Yeah. Kann man das Kreuz kaputt machen? Natürlich, glaube ich, das Kreuz nicht. Oh, es brenne! Kann ich mich auch reparieren irgendwie? So, da sind die down, die Feuerwerfer. Und ich lade mich auf jeden Fall noch auf. Also meine Rüstung lädt sich auf. Ich will schon mal ein bisschen. Aber von der Granate kann der doch nicht funktionieren, ne? Da kommen noch mehr. Ich hänge am Kreuz fest. Die sind down. Einmal da rein.
wir nochmal zurück, nachladen. Kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Okay. Sind hier noch welche? Ich sehe nämlich nichts. Anastasia. Oh, komm. Nehmen wir die Kirche Anastasia ein. Sant Anastasia. Anastasia. Okay. Ich glaube, die haben wir. Krasser Anzug. Ganz ehrlich. Ah! Das sind meine Leute. Ihr widerlichen Schweine. Ja. Da war dieses Artilleriegeschütz, das auf Meteos Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Der ist unsterblich. Das ist voll der unsterbliche Typ, der Ding. Ich musste dafür sorgen, dass... Vor Granaten und alles. Ah, da oben. Okay. Dann machen wir doch mal. Hier habe ich schon mal Multiplayer gespielt, auf jeden Fall, in der Map. Und, ordentliche Map. Ordentliche Map. Schwierig, aber ordentlich. Das heißt, ich laufe vor, meine Männer würden zwar auch was machen, aber ich muss ja natürlich das Artilleriegeschütz ausschalten, bevor mein Bruder hier stirbt. Solange dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Ja, ich bin gerade dabei. Ich laufe nur mit Höchstgeschwindigkeit dahin auf jeden Fall. Grafisch sieht es sehr geil aus, realistisch natürlich auch mit dem Helm auf. Okay, das ist wieder unser. Okay. So. Irgendwo mal ein bisschen auffüllen nimmt. Alter Schwede, das war jetzt gerade hart. Okay, da habe ich wieder 100. Kann ich weitermachen. So kann ich weitermachen. Noch mehr! Na, er brennt. Abstand halten und weg mit... Oh, da habe ich was kaputt gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid. War ich natürlich nicht in Schuld. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Wie denn? Wie mache ich das denn jetzt kaputt? Hä? Oh.
Hier ist eine Kiste, sehr schön. Mache ich das jetzt kaputt? Ach, hier. Da ist er down. Super eigentlich. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Ja, das glaube ich dir. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Der zweite folgt zugleich, ne? Der Schritt. Der Streich. Da, wollen wir mal gucken, ne? Wen wir jetzt hier töten werden. Was für Menschen. Wie viele Leute mir noch ins Fadenkreuz laufen werden, auf jeden Fall. Krasse Sache. Voll der Übermensch. Okay. Ich musste zuerst die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Italiener! Oh, ich habe lange noch keinen Schuss mehr. So, ich werde mal hier eben. Komm her. Ja, kommt mit mir. Folgt mir, Männer! Folgt mir in den Kampf! Weiter. Keine Munition mehr. Den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Bomber. Sie visierten Matthäus' Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich glaube, das wird eine längere Folge diesmal. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Jo. Da ist noch einer. Den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Komm, bitte, bitte! Schieß! Alter! Können wir nicht. Ich habe nicht mehr so viele Leben. Und da bin ich down. Fuck.
Luca Vincenzo Cocciola. Okay, dann würde ich sagen, das schon für die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.